Guten Morgen, ihr Lieben. Hallihallo. Da bin ich mal wieder. Und diesmal habe ich mein Wanderpaket wiederbekommen, was ich losgeschickt habe mit einer Facebook-Tauschgruppe. Und zwar waren wir insgesamt 5 Leute. Ja. Und das Paket war jetzt ungefähr so 3-4 Monate unterwegs und ist seit gerade zurück. Das ist so ein Monsterpaket. Ich habe ein M-Paket losgeschickt und habe ein L-Paket zurückbekommen. Schau mal bitte kurz. Heftig, oder? Naja. Also ich packe jetzt mal im Schnelldurchlauf aus. Ja, wie gesagt, könnt ihr mal gucken, was da alles so drin ist. Hilfe. Mein Gott, der will nicht. Also wie gesagt, mal eben so im Schnelldurchlauf. Und wenn ihr Lust habt, ein Tauschpaket mit mir zu machen, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und dann können wir gerne mal tauschen. Also so Twitch, ne? Was du, wenn du vielleicht vieles hast, was du nicht mehr brauchst, vielleicht könnte ich das gebrauchen. Oder genau, was ich habe, das könntest du vielleicht gebrauchen. Da kann man sich ja ein bisschen absprechen. Also wie gesagt, wer Lust hat, gerne melden. Dann geht's mal los. Also hier die eine Glossy-Box. Knistert leider ein bisschen laut. Oh, da sind jetzt Parfüms drin, genau. Dann habe ich hier einmal von S. Oliver, Authentic. Sein Eau de Toilette. Hatte ich das drin? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das hatte ich nicht drin. Bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Wir starten übrigens eine zweite Runde. Das heißt, ich habe das, was ich reingetan habe am Anfang. Wenn das noch drin sein sollte, tue ich es raus und der Rest bleibt dann drin und wird auch ausgetauscht. Also dass ein ganz neues Paket quasi wieder losgeht. Das riecht sehr gut, aber das gebe ich weiter. Beziehungsweise wandert es dann nochmal. Dann habe ich hier Miro Cabal Eau de Toilette. Das ist noch verschweißt. Wüsste mal gerne, ob das für Männer oder für Frauen ist. Keine Ahnung. Ich lasse es mal drin, beziehungsweise geht es dann weiter. Dann haben wir Laris, die Nummer 119. Dann schauen wir mal. Oh ja, das ist ein bekanntes Parfüm. Boah, was ist das nochmal für ein Duft? Ein sehr starker, dominanter Duft. Ich glaube, irgendwas von Alien Mugler. Lass nochmal stehen. Aber Parfüm habe ich eigentlich auch genug. Aber geht das auch erstmal zur Seite. Next one. Mein Gott, so viele Pakete, Hilfe. Da wart ihr alle sehr, sehr fleißig. So, dann haben wir hier einmal Wimpern. Ich glaube, die waren von mir da drin. Aber ich bin mir nicht sicher. Sonst, ich denke mal, die Leute, die da jetzt mitmachen, die gucken sich das Video auch an, die können sich ja mal melden. Wer war denn nochmal die erste nach mir, die gestartet hat? Ich glaube, das war die Mel, ne? Ne, die Nora war das. Nora, sag mal, waren die von Anfang an drin? Oder nicht? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall genug Wimpern. Jetzt habe ich wieder was von Taylor C. Oder wie man das ausgesprochen hat. Ach, aus der My Little Box. Der Kamm. Den kann ich aber auch nicht gebrauchen. Vielleicht mache ich das in 2 Teilen, weil ich glaube, das wird mir sonst ein bisschen zu lang. Und dann dauert das Hochladen ja auch immer so lange. Ich glaube, wir machen 2 Teile. Dann haben wir hier einen kleinen Pinsel. Und zwar auch von Essence. Der sieht aber niedlich aus. Schaut mal, der ist doch süß. Den lasse ich auch, den aber so einen ähnlichen habe ich. Für die Augenbrauen. Eyebrow Brush. Den lasse ich auch mal dran. Dann haben wir hier von Love, Perfectitude,
Loser Puder. Losen Puder habe ich schon lange nicht mehr genommen. Der ist auch noch komplett zugeklebt. Ich würde mal sagen, wir lassen den zu. Ja, der ist unten auch noch mal zugeklebt. Oder ist das hier gesprungen? Nee, ist zugeklebt. Genau. Also wenn einer da seinen Hautton erkennt, der kann das dann offen machen und auch behalten. Weil Love ist ja eine sehr gute Marke, ne? Schaut mal. Sieht doch gut aus. So, dann haben wir hier von Douglas eine kleine Palette. Festive Nudes. 10 Eyeshadows. Oh, die sehen aber schön aus. Schaut mal, die sehen doch gut aus, oder? Was meint ihr? Leider keine Farben dabei, die ich unbedingt benutze. Aber da hat bestimmt jemand noch ein paar Freude. Dann haben wir hier noch eine Philip Orange Palette. Touch and Soul. Oh, die ist schön. Die gefällt mir gut. Die ist schon eher was für mich. Die werde ich auch behalten. Mit diesen Glitzertönen und dann mit diesem Bronzer und anderes, glaube ich, ein Highlighter. Die gefällt mir. Sehr schön. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Pinsel. Von Zoeva. Der war nicht drin. Was macht man damit? Ach, hier. Ich komme jetzt nicht drauf. Sag mal schnell. Eyeliner. Eyeliner, genau. Der geht auch weiter. Dann haben wir hier noch einen schönen kleinen Pinsel. Ich glaube, der kommt mir bekannt vor. Der ist gar nicht mal schlecht. Ziemlich stramm gebunden. Sieht aber gut aus. Steht keine Marke drauf. Aber gefällt mir auch ganz gut. Den behalte ich auch erstmal. Dann haben wir hier eine kleine Palette von Bella Pierre. Ja, das sind so Alltagsfarben, ne? Kann man auch als Highlighter wahrscheinlich nehmen. Aber wie gesagt, davon habe ich auch ganz viele. Leider nichts für mich. Die geht auch weiter. Das war, glaube ich, drin von Karl Lagerfeld, der Highlighter. Der war schon drin. Den tue ich dann aber raus. Das weiß ich ganz genau. Ah, hier, das ist mir auch hier mal entgegengekommen. Das ist bestimmt von der lieben Bertha. Dusch. Gut. Gut. Aber was man da ganz genau mitmacht, Eyeshadow, ja genau. Also könnte man quasi, ich habe ja unheimlich Schlupflider. Bei mir ist das ja mit dem Eyeshadow sowieso so ein Problem. Aber ja, ich denke mal, das lasse ich auch drin. Der flüssige Eyeshadow, da wird bestimmt auch jemand Freude dran haben. Ne? Noch 2 schöne Farben. Ich denke schon. Da ist was, das kommt mir auch bekannt vor. Ist auch, glaube ich, von mir noch drin. Ja, das ist dieser, auch von Bella Pierre, so ein Eyeshadow. Ne? Der ist auch nicht schlecht, aber wie gesagt, der war schon von Anfang an drin. Dann kommt der wieder raus. So, dann haben wir hier einen Nagellack von Terry. Ach nee, Nagellack. Sieht ja aus wie ein Nagellack, ist aber ein Whitening Serum. Brightening Serum. Ich lese mir da ein Mist zusammen. OC Serum. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Das gefällt mir, glaube ich, auch ganz gut. Auch schön mit so einem Pumpspender. Interessant. Probier das mal aus. Das ist so ein bisschen rosé-stichig, aber gar nicht mal schlecht. Ja, ich glaube, den behalte ich erstmal. Ja,
So, dann haben wir hier noch eine kleine Palette, die kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, die war auch von mir. Von Steve Laurent. Eigentlich ist das ja eine schöne, gängige Palette, ne? Aber ich denke mal, die hat, glaube ich, jeder. Wer Glossy Box hat, der hat die auch, ne? Die tue ich dann auch mal wieder raus. Die Sachen, die dann rauskommen, die werde ich dann auf dem Flohmarkt verkaufen oder so. Mal schauen. So, jetzt packen wir das eben mal hier wieder weg. Also ein bisschen Platz auf meinem Tisch hier bekomme. Oh, dieses Kuschelzeug, das habe ich gleich hier immer noch rum. So, weiter geht's. Dann habe ich hier eine kleine Geldbörse. Die ist ja niedlich. Ach, das ist so ein Nagel-Etui. Wow. Das ist aber niedlich. Mit. Zeige ich euch das sofort. Also das ist so ein Etuichen. Mit, ich denke mal so für die Reise, ne? Mit Pinsel, mit Lidschattenpinsel. Mit einem Augenbrauenkamm, einem Wimpernkamm, einem Nagelknipser, eine Pinzette und auch eine Nagelfeile. Und in der Mitte ist so ein kleines Etuichen und so eine Art Portemonnaie. Da könnte man dann Portemonnaie Geld reintun oder auch mal eine Karte. So sieht's aus. Wunderschön, ne? Kann man auch gut gebrauchen. So, was für die Reise, ne? Ich glaube, das behalte ich. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde jetzt noch 3 Pakete auspacken und dann werde ich mal Schluss machen. Wie gesagt, dann mache ich den zweiten Teil morgen. Oder, ne, morgen muss ich arbeiten. Donnerstag muss ich auch arbeiten. Freitag mache ich dann den zweiten Teil. Ich glaube, das ist besser, weil sonst sitzt ihr da stundenlang vor und schlaft mir nachher noch ein. Das kann man ja nicht machen. Da habe ich was gefunden, das war auch von mir schon drin. Hier ist so ein kleines Schlüsselanhängerchen oder so, für wenn man mal irgendwo unterwegs ist, für Kleingeld, ne? So Kleinkram. Und das ist eigentlich mal ganz niedlich. Wollte aber keiner haben. Genau, und das war da drin, das war von Anfang an von St. Bart. Das ist eine Bodymilk, glaube ich. Ich müsste meine Brille holen. Ihr könnt ja lesen, was draufsteht. Ich glaube, jetzt kann ich das auch lesen. Dann Dings. Bodymilk? Steht da überhaupt was auf Deutsch drauf? Keine Ahnung. Ja, das war dann da drin. Das wollte auch keiner haben. Dann packe ich das auch raus. Genau. So, dann haben wir hier Style Masters von Revlon. Schau mal in meine Brille. Das nächste Mal lege ich die dabei, das schwöre ich. Ich schwöre. So, nächstes Mal lege ich es auf jeden Fall dabei. Mein Gott. Medium Haarspray. Auch nicht schlecht für die Reise. Aber ich nehme ja gar kein Haarspray. Wofür, ne? Wenn er nämlich meistens geht, also das kann auch weiter wandern. Von Revlon. Dann habe ich hier von Goldwell Perfect Hold. Volumizing Haarspray Big Finish. Goldwell ist ja, glaube ich, so eine Friseurmarke. Wenn man dann riechen, wie das geht, gar nicht auf. Brauche ich auch nicht. Dann haben wir hier Nagellack. Jetzt überlege ich, wenn ein Nägel, jetzt überlege ich, ob die von Anfang an drin waren oder nicht. Waren die drin, waren die nicht drin? Ich dachte mal, wüsste, ich habe ja Fotos gemacht, ich habe die jetzt in meinem Handy. Kann ich nachher nochmal nachgucken, ob die wirklich jetzt schon drin waren oder nicht. Wie gesagt, sonst kommen sie raus. Das war, glaube ich, auch von mir drin schon. Ja, von Avon, so eine Kette. Mal hier ein kleines Paketchen dann. Ups. Das waren sogar
Einmal zwei so kleine Anhänger. Ja, die kann man an so ein Armbändchen dran machen. Heute Abend kommt meine kleine Nichte zu Besuch. Mal fragen, ob die sie vielleicht haben will. Ist ja eher so kinderlike. Und das ist hier die Kette. Die hat sich ein bisschen verknotet. Ja. War da nicht ein Stein drin? Das war die Kette. Ja, die war ja vorher auch drin. Die tue ich natürlich raus. Und die beiden Sachen auch. So. Fummel, fummel, siehst du, das habe ich da drin. So, dann haben wir hier Probiotics Skincare von Tula. Das habe ich auch, das war auch von mir noch drin. Tula ist ja eine englische Marke. Oder war das nicht von mir drin? Cooling and Brightening Eyeball. Das ist nicht von mir. Das muss jemand reingetan haben. Nee, weil die Öffnung kenne ich gar nicht. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wie funktioniert denn das? Oder ist das so? Ah, genau, das ist von hier so ein Stift. Schon einmal so ein bisschen angetatscht. Jetzt mal so an der Seite hier. Riecht ganz lecker. Ja, aber von diesen Augenbalsam und Augencremes und so weiter habe ich echt viele. Da würde ich auch erstmal sagen, das wandert weiter. Genau. Ja, der Fleckenteufel war auch von mir noch drin. Natur und Kosmetik. Den kann man auch gut am Flohmarkt verkaufen. Kommt auch raus. So. Ja, die sind schon gut leer. Weil ich habe bei dem Paket, habe ich es ja auch so gemacht, dass ich dann Sachen, die mir gefallen haben, die habe ich dann schon vorher für mich an die Seite gelegt. Ist eigentlich ein bisschen blöd für die, die da mitmachen. Ich werde das beim nächsten Mal nicht mehr so exzessiv machen. Ich werde zwar gucken, rein, raus, ne, damit das Verhältnis auch stimmt. Weil das nächste Paket soll ein bisschen hochwertiger werden. Also ein bisschen mehr High-End, vielleicht so 50-50, ne? Drogerie, dann eine Hälfte. High-End bis Mittelklasse High-End. Es gibt ja in High-End auch Stufen, ne? Ich meine, da kann ja nicht nur Dior drin sein und Armani. So was haben wir ja alle nicht unbedingt. Aber es gibt ja schon Marken, die sind schon besser und, ne? Also, da werde ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Ja, ich habe ja auf jeden Fall noch einiges. Gut. Schauen wir mal. Weil da muss man schon ein bisschen kontrollieren, weil ich habe früher schon mal ein Wanderpaket gestartet. Es war auch relativ hochwertig und dann habe ich nicht kontrolliert. Und dann am Ende fehlte die Hälfte und wurde vermatscht und Lippenstifte waren angedötscht und ach, kaputt und alles. Deswegen muss leider kontrolliert werden. Das hat nichts irgendwie mit, was weiß ich, Misstrauen zu tun, einfach nur zur Sicherheit, ne? Auch für alle anderen. Weil alle wollen schöne Sachen haben. Ihr wollt schöne Sachen haben. Ich auch. Ja. Ja. So, weiter geht's. Oh, mal Täschchen. Ich mag ja solche Täschchen total gerne, ne? Die habe ich von Ipsy. Von englischer Versand. Das ist auch schon ein paar Mal auch von mir drin. Ich muss mal ein Paket finden oder eine Tüte, wo ich das gleich reintue. Mal gucken, das ist, glaube ich, der Lippenstift. Ja, eigentlich ein tolles Teil, ne, wenn du so willst. Eine tolle Farbe. Aber riecht nicht ganz so schön, aber soll wohl super, super gut sein auf den Lippen und so weiter. Mal gucken. Könnte meiner Schwester auch noch ein bisschen was vererben. Genau. Die besuche ich auch bald wieder. Der will ich auch mal wieder was geben. Ach, ein Abnehmer findet man auf jeden Fall. So, das bleibt dann auch bei mir. Dann haben wir hier einen kleinen Stift. Muss ich nur noch die Marke finden. In der Hauptmarkensuche.
Ein Schickbrunnen. Nudsticks. Nudsticks? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so ein Lippenstift, ne? Lippenstift könnte man auch als Rouge benutzen, machen ja einige einfach so ein bisschen, aber finde ich ganz praktisch auch für die Reise. Aber das geht weiter. Ich glaube, der war auch von Anfang an von mir drin. Oder nicht? Oder ich habe den gleichen hier. Weil das müsste Colourpop sein. Wieso steht hier nie die Marke drauf? Voll unfair. Da steht was. Das kann man noch nicht mal mit Brille erkennen. Also Frozen 2. Ist das Colourpop oder war das? Also ich habe entweder habe ich die genau die gleiche noch hier zu Hause. Oder eben nicht. Bin mir nicht sicher, ob die dann schon drin war. Kann mir ja nochmal vielleicht einer was dazu sagen. Dann habe ich hier von Kiko einen tollen Lippenstift. Und zwar einen zweiteiligen. Den finde ich sehr, sehr edel. Der gefällt mir sehr gut, aber ich habe von diesen Farben echt so viele und auch zweiteilige. Deswegen geht der auch weiter. Dann haben wir hier noch von Blumi. Kindchen. Lipgloss, genau. Der ist aber nicht von mir. Der riecht gut. Das ist ein bisschen vom Aufdrehen, ein bisschen. Aber der ist neu. Ja, aber den werde ich auch weiter wandern lassen, wieder wandern lassen. Dann haben wir hier noch was Kleines, Feines drin. Einmal sowas. Lippy Sticks. Die mal schon ein bisschen schwer auf. Man will das mal nicht kaputt machen, ne? Okay, das ist, glaube ich, auch Colourpop, oder? Colourpop, genau. Genau. Ja, das ist auch ein Lippenstift, nagelneu. Schöne Farbe, aber nicht meine Farbe leider. Wie gesagt, wenn dann nämlich eher so Brauntöne. Ich denke mal, den werde ich auch wieder weiter wandern lassen. Genau, der kommt dann da rein. Der geht dann wieder los. Also die Sachen sind ziemlich leer und die werden dann alle noch aufgefüllt. Da kommen noch einige schöne Sachen rein. Lasst euch überraschen. Hier haben wir noch ein Täschchen, auch von Ipsy. Die haben immer ihre Boxen quasi in so Taschen drin. Dann schauen wir mal. Feuerwehr. Ich wohne übrigens hier direkt an der Feuerwehrwache bzw. zwei, drei Häuser dahinter. Und wenn die dann auf die Hauptstraße hier fahren, dann geht Alarm los, klar. Ne? Der ist auch von mir losgestartet. Den werde ich raustun. Den gefällt bestimmt auch meiner Schwester. Dann noch hier ein roter von Got2Be. War der drin? Ich glaube, der war auch drin. Den mache ich auch letztes auch mal raus. Isadora. Der war, glaube ich, nicht drin, ne? Ja, wie gesagt, im Moment benutze ich keinen Nagellack. Dann haben wir hier noch Essence. Ja, auch eine schöne Farbe, ne? Und noch diese Farbe. Und dann haben wir hier noch eine Face Mask von May Beauty. Auch noch so eine Portion. Ja, wie gesagt, das wird aufgefüllt. Beziehungsweise
Ich hole es zurück. Weiter, weiter. So, folgen dann noch locker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kartons. Ich mache jetzt noch einen auf und hier sind noch so ein paar kleine Tüten. Voilà. Was ist das denn? Das ist nicht so eine. Ach, so ein Portemonnaie ist das. Kann man hier so drum binden irgendwie. Könnte man mal verschenken, aber warum wird das denn hier so komisch drum gebunden? Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Was macht man dann damit? Irgendwie so nicht gerade so praktisch, ne? Was meint ihr denn? Weiß ich nicht. Ich würde es nochmal weiter wandern lassen. Wenn es dann nächstes Mal wieder zurückkommt, dann wird es eben entsorgt, oder? Dann haben wir hier von Shein eine Sonnenbrillentasche. Die werde ich auf jeden Fall behalten, weil so eine suche ich noch. Mit einer Sonnenbrille. Wow, das ist hier eine tolle Idee. Das ist hier eine tolle Idee. Wow, da steht die mir auch sogar. Steht die mir? Geht so, ne? Aber die könnte meiner Tochter gefallen, weil die steht auf so ein bisschen Retro. Ich habe mehr so lieber so runde Gläser. Aber die gefällt mir ganz gut. Ich wusste gar nicht, dass die da drin war. Dankeschön, ihr Lieben. Also die kommen auf jeden Fall raus. Und auch wegen dem Etui. Aber ich kann ja gucken, ob ich sowas in der Art könnte man ja auch mal reinlegen. Oder andere Accessoires. Ich hatte ja jetzt vorher auch so eine Tasche drin und ich habe noch einige schöne Sachen. Da fällt mir noch einiges ein. Aber ich muss mal gucken, dass das Paket ein bisschen kleiner wird. Wirklich. Ja. So, jetzt mache ich noch eine Glossybox auf. Und morgen kommen dann... Nein, nicht morgen, sondern Freitag. Vier Glossyboxen und eine große Box. So, und die hängt jetzt mal auf. Die Glossybox. So, dann haben wir hier einmal Yeti Blackhead Peel Off Mask. Das ist ja für, denke ich mal, für unreine Haut, ne? Die geht weiter. Dann haben wir Vitamin C Serum hier von Bioniva. Okay. Also Seren habe ich wirklich hier auch eine Menge. Ich glaube, die werde ich in diesem Leben nicht mehr aufbrauchen können. Ach nee, die ist noch zu. Dann lasse ich das mal. Kann bestimmt einer noch gebrauchen. Ihr seid ja alle fast ein bisschen jünger als ich. Könnt ihr dann schon mal anfangen mit der Hautpflege. Dann sieht ihr nachher aus wie ich. 417. Was war das denn nochmal? Antioxidant Rich. Butter, Body, Hand, Food. Also Body, Butter. Auch noch komplett zu. Wenn die so komplett zu ist, dann lasse ich die so, weil wenn einer die kennt, und ich denke mal, die kennt, waren ja auch in meiner Box drin, die kennt vielleicht einer und möchte das gerne behalten, dass wir dann auch weiter wandern. Hier haben wir Molten Brown. Davon habe ich auch noch einige. Aber riecht schon gut, ne? Das ist schon echt, ja, echt nicht schlecht. War da nicht einer dabei, der das Ganze so favorisiert? Dann lasse ich das mal drin. So, dann haben wir hier Fix and Rouge. Rouge, genau. Pore Correct Velvet Cream. Wieder matt. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen in der Box oder wie auch immer. Auch noch komplett zu. Auch die lasse ich weiter wandern oder wieder wandern. Dann haben wir nochmal Fix and Rouge. Das ist dann der Primer. Ich glaube, den kennen wir, weil der war ja mal in der Glossy Box drin. Auch noch komplett neu. Auch der geht weiter. Ich denke mal, da werden sich bestimmt einige freuen.
Dann haben wir vom Main das Rosenwasser. War das bei mir drin? Wie gesagt, da überprüfe ich echt nochmal die Anfangsfotos. Da bin ich mir nicht sicher, ob das schon drin war oder ob das einer reingetan hat. Ich überprüfe das mal. Dann haben wir von Pur 97 Lavendel Pinienbalsam. Nur geschädigtes Haar. Aufbauendes Cremeöl. Ja, sowas brauche ich ja nicht. Mal dann schnuppern. Riecht sehr so kräutrig, pflegend irgendwie. Wenn ich das rieche, denke ich immer an Wohltat und riecht wie so ein Spa, wie so ein, ne? So ein bisschen leicht Menthol, Kräuter, so dieses Wohlfühl-Spa-Erlebnis. Sehr schön. Lass ich aber auch weiter wandern. Dann haben wir von Rituals hier Calming Creme. Oh, wie süß. Ach, guck mal, ist sie nicht niedlich? Schön lang und klein. Toll, gefällt mir gut. Aber brauche ich nicht. Die geht auch wieder los. Meine Stimme. Ich muss sowieso gleich aufhören. Meine Stimme, die versagt jetzt langsam. Das wandert auf jeden Fall weiter. Tut mir leid. Das ist leider meine Stimme. Denn irgendwann ist Schluss. Muss ich jetzt wieder 2 Stunden die Klappe halten und dann geht's wieder. Ja, also hier von Balance Me. Ich hoffe, ihr versteht mich. Beauty Sleep Hyaluronic Mist. Das ist doch, glaube ich, auch dieses Kissenspray, ne? Riech mal. Einmal sprühen. Oh ja. Nicht so mein Duft. Nee. Nicht wirklich. Ich bin ja auch nicht so ein Lavendel-Dings-Freund. Also, wer jetzt wirklich auf Lavendel steht und so, der wird das mögen. Dann habe ich noch hier von Dr. Botanical. Meine Brille. Moroccan Rose Superfood Facial Öl. Das ist auch noch komplett zu. Also marokkanische Rose, Superfoodöl. Das werde ich mal für mich aufbewahren. Das werde ich mal wegtun. Ja. So, ihr Lieben, ihr merkt ja, meine Stimme sagt Feierabend. Ist leider so mit einem Stimmband. Manchmal wache ich morgens auf und kann auch nicht sprechen. Aber gut, deswegen ist es ja halt auch so schwer im Beruf. Ne? Jetzt habe ich Berufe, beziehungsweise arbeite ich in Sachen, wo ich nicht mehr doch und an einer Ecke muss schon viel sprechen, aber da geht das ganz gut, auch wenn ich dann mal, aber ist ja egal. Auf jeden Fall seht ihr den zweiten Teil am Freitag. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns. Ciao!